Wie hast du es geschafft, so berühmt zu werden? Lieber Alessio, es ist passiert. Es ist passiert. Ich wollte es nie wirklich werden, berühmt. Und ich glaube, ich bin es auch gar nicht. Aber du behauptest das jetzt. Wieso? Du hast in Bulgarien schon mal Fans begrüßt, Herr Simon. Ja, das stimmt. Soll ich das erzählen? Ja, ich erzähl doch. Ich habe mal in Bulgarien auf dem Balkon gesessen. In so einem Hotel und dann habe ich gesprochen, wahrscheinlich mit meiner damaligen Freundin, mit der spreche ich heute nicht mehr, aber damals habe ich mit ihr gesprochen und da kam vom Nachbarbalkon eine Stimme und sagte, spielst du nicht beim vakanten Genies? Und da war so ein Sichtschutz, also die konnten sich nicht sehen. Und die hat mich an der Stimme erkannt. In Bulgarien. In Obsor. Am Schwarzmeer. Wie schlimm es um Bulgarien steht. Und da war ich begeistert. Und also insofern habe ich eine gewisse Berühmtheit erlangt. Ja, das stimmt. Aber es lag nie in meiner Absicht. Da sahst du auch noch gut aus damals. Ne? Damals sah ich auch noch so gut aus, wie Gerhard nie aussehen wird. Gerhard, wie hast du es geschafft, so viele Mädchen zu kriegen? Oh, das ist leicht. Leicht? Ja. Schaffst du das nicht, oder was? Nicht so sehr. Wie viele Mädchen habe ich eigentlich? Ich glaube, eine. 0,75. Ja. Nee, das sind ja gar nicht so viele. Also wenn ich alle meine Freundinnen zusammenzähle, komme ich auf knapp eine. Und also das war nicht schwer. Da muss man ein bisschen charmant sein. Das kann der Gehen. Das kann er, was nicht kann. Das ist eigentlich eine Frage, die hättest du dem Matti stellen sollen, finde ich. Echt? Ja. Also das ist jetzt echt das Erstaunen. Sehr sympathisch, dieser Interviewer. Matthias, wie habt ihr es geschafft? Wie lange habt ihr dafür geübt? Für die Mädchen? Nein, für die Band. Ach so. Für dieses Konzert üben wir gar nicht so viel. Noch nicht. Noch nicht. Also ich meine, die Heinze, die üben ja eigentlich fast jeden Tag irgendwas. Und mit dem Orchester üben wir Kritik an sich selbst. Vor allem Kritik an sich selbst. Mit dem Orchester üben wir dreimal. Und dann spielen wir es schon. Ja, was geht, Rubbel die Katz? Ja, ist eigentlich alles gesagt jetzt. Nein, nee, ach, nicht. Nee. Okay. Wie schafft ihr, Michael, wie schafft ihr es, solche Instrumente zu spielen? Das ist die richtige Frage gestellt. Gute Frage, interessante Frage. Ich schaffe es ja gar nicht, mein Instrument zu spielen. Warum? Du schaffst es nur, das zu besitzen. Genau. Ich habe Instrumente, aber ich sitze halt nur drauf rum. Ja, während die anderen haben Instrumente, spielen drauf, können sie aber auch nicht. Also deswegen, es ist einfach ein bisschen drauf rumkloppen und mal gucken, was die anderen machen. Ich habe oft das Gefühl, die Instrumente machen was mit uns und nicht umgekehrt. Also dir verleihen die zum Beispiel eine gewisse Würdelosigkeit. Ja, danke. Ich hätte es besser ausdrücken können. Ja. Warum hast du mir eigentlich über meinen Bauch gestrichen, so kleiner Puschel? Das kam so gerade. Ich fand das schön. Gestreicht. Ich finde es toll. Gestrichen. Gestrichen? Gestriffen. Hast du mir meinen Bauch? Finde ich. Also durchaus voll. Gestreichelt. Hm. Ja, genau. Der Michael sitzt so auf seiner Kiste halt, ne? Und wir wussten nicht, was wir sonst mit dem machen sollten. Aber der kam halt immer zu Proben. Dann haben wir gedacht, dann setzt bei dem doch mal auf die Kiste. Warum ist der Hartmut nicht mehr dabei? Kann
nur einen geben. Genau. Genau. Das ist eine sehr gute Antwort. Ja. Respekt. Aber nicht wirklich gut. Das war eine Antwort, aber der Hartmut ist nicht mehr dabei, weil der damals hat er in ganz vielen Bands gespielt und dann hat er gesagt, ich höre in allen Bands auf. Hat er auch gemacht. Hat er auch in allen wieder angefangen. Gehörten wir auch dazu? Stimmt überhaupt nicht. Und jetzt macht er aber wieder Musik, aber richtige Musik, nicht wie wir. Also wir vier von Heinz, wir machen ja nicht richtige Musik, wir machen ja so Klamauk. Die richtige Musik macht der Benedikt mit seinem Orchester. Er und das Orchester ist quasi Hartmut. Ja. Hartmut ist sozusagen etwas in die Breite gegangen. Ja. Wahrscheinlich wird er nach unserem nächsten Auftritt auch sagen, ich höre auf. Und werde Gärtner. Etwas entspanntere Tätigkeit als das hier. Benedikt, wie hast du es geschafft, so ein Orchester zu organisieren? Ja, sehr viel Glück. Glück. Also für wen? für mich und für die Heinze. Also es gibt das Aachener Studentenorchester und die waren freundlich genug und verrückt genug zu sagen, okay, das ist zwar absolut bescheuert, aber wir geben trotzdem alles und machen bei diesem Quatsch mit. Und machen die nicht nur das eine Mal haben die das gemacht, sondern sogar jetzt auch noch zum zweiten Mal. Das heißt, es kann ihnen beim ersten Mal nicht so schlecht gefallen haben. Aber das war viel Arbeit, durchaus, ne? Also ja. viel Anfragen, Rumschreiberei und Bitten und oder wie. Es ist sehr viel Witteln, Betteln und E-Mail-Verkehr. Aber da spielen sehr viele schöne Frauen auch mit. Das ist richtig. Das ist das Argument. Vielleicht auf 1,5-Quote kommen. Ja, ja. Aber die meisten sind schwanger immer. Ja. Ja. Oder Geigen. Warum habt ihr über eure alte Band eine CD gebrannt? Über die vakanten Genies. Ja, damals haben wir noch gedacht, wir hatten Geld über. Ja. Wir hatten einfach Geld über und haben gedacht, das muss raus. Wie macht man das am besten als Band? Und dann haben wir eine CD gemacht. Wir haben noch 200 CDs, 300 CDs. Ja, so grob, ja. Die verkaufen wir jetzt für teuer Geld. Wenn die einer haben möchte, also wenn auf diesem Wege jemand ist, von Heinz im Sinn gibt es noch keinen Rabatt. CD. Aber es gibt schöne YouTube-Videos. Es gibt schöne Videos, ja. Es ist insofern ja auch eine wichtige CD, weil die ja auch noch auf 78 Umdrehungen läuft. Richtig, ne? Man kann die auch noch umdrehen. Genau. Und die andere Seite klingt nicht schlechter. Von hinten nach vorne. Und wenn man die Vorderseite drauflegt und dann von hinten nach vorne spielt, dann klingt es richtig gut. Es ist zusätzlich auch noch so, dass wir den Hartmut nicht mehr haben, der die ganze Arbeit für die CD gemacht hat. Ach, der Hartmut. Das macht jetzt alles. Ja, macht jetzt alles jemand anders. Genau. Jetzt mal eine ganz lustige Frage. Ja. Habt ihr eure Videos schon mal ins Internet geschickt? Ja. Sie sind aber wieder zurückgekommen, die wollten da nicht bleiben. Warum nicht? Die haben sich ja nicht wohlgefühlt, da gucken fremde Leute zu. Unsere Videos sind nämlich eigentlich sehr, sehr, sehr schüchterne Videos, ja. Die ungern gesehen werden wollen. Ja, und die sich so ein bisschen schämen, so wie dafür, wie sie aussehen. Das tun andere Leute auch. Was ist das? Das ist eine Koks-Unit. Tatsächlich. Ja. Oh, wow, ja. Was ist da drin? Guck mal, das wegschneiden. Das ist Kokain. Also wenn man das, hier wird das grob abgemessen. Also 500 Gramm. Verschimmelte Coca-Cola. Coca-Cola, ja, das ist halt Tarnung, Coca-Cola. Ne? Aber das darf man jetzt, glaube ich, nicht. Aber ich wollte nicht ablenken jetzt. Nein, genau. Was heißt eigentlich Move Faster? Ja. Hier werden Move ist doch so ein Aachener gemixt. Ein Aachener Blättchen, oder? Move. Stimmt. Ja. Da fehlt ein I. Da. I. Move Faster. You Move. Das ist auch ein tolles Lied. Sehr schönes Lied. Das singt Gerhard, das ist ein Lied. Kommt im neuen Programm, wenn ich jetzt mal einfach so reden darf, ohne dass du fragst. Ja. Jetzt nicht so, das ist ein Lied aus der Zeit, wo es noch BSE gab. Erinnerst du dich? BSE? BSE war die Rinderseuche. Und wir haben ein Lied komponiert auf die Akkorde B, S und E. Kannst du dich erinnern, was Rinderseuche ist? Nein. Es gibt ja Seuche und Seuche, ne? Ja.
Ah, dass der. Das auch. Ja, rausschneiden. Keine Ahnung, Kühe. Plötzlich wurden die Kühe krank, weil man sie statt mit Nicht-Kühen mit Kühen gefüttert hatte. So war es, glaube ich. Ne? Ja. Das nannte man BSE. Ja. Ja, das Lied ist lustig. Also ist das lustige Lied, was wir spielen im Programm. Das einzige lustige Lied eigentlich. Da gibt es noch viele, viele traurige, schäbige. Warum singt der eigentlich so komische Lieder? Weil wir gute Lieder nicht spielen können. Wir müssen uns unterscheiden von anderen Bands und werden ja wie alle anderen. Und wir sind nicht richtig gute Musiker. Du nicht. Wir holen uns aber die Guten dazu, um uns zu schmücken. Mit den Guten. Und wir haben es jetzt über 10 Jahre geschafft, mit wirklich billiger Musik doch schlampigen Texten kein Geld zu verdienen. Richtig. Das muss man mal schaffen. Aber Zuschauer zu haben, nicht zu verdienen. Also vor der Pause, nach der Pause nicht mehr. Deshalb machen wir auch keine Pause mehr. Weil das ist ja stimmt, das habe ich vergessen. Ja, sonst gehen die Leute. Machen wir eine Pause diesmal? Nein, wir spielen 5 Stunden. Es ist ein pausenloses. Ja, und pausenloses. Abgeschlossen. Die Türen werden von außen abgeschlossen. Ja. Und scheiß auf den Brandschutz. Wir haben auch billig bei Amazon 50.000 Fußfesseln bekommen. Also, es müsste reichen, um die Leute ins Salz zu fesseln. Warum singt ihr eure Lieder immer in Deutsch? Wir können das kein ja Kiswahili. Was ist das? Gab ja schon mal ein englisches. Kiswahili ist eine Sprache aus dem mittleren Ostafrika. Ja. Wenn ich Kiswahili könnte, also gönnisch Kiswahili, würde ich Deutsch sehen. Ich kann was auf Kiswahili. Soll ich dir mal was sagen auf Kiswahili? Was denn? Lala Salama. Das heißt Schlafgut auf Kiswahili. Echt? Ja, und Asante Sana heißt Danke. Können wir uns jetzt alles erzählen. Usi Pige Mtoto Piga Ngombe heißt Schlag nicht die Kinder, schlag die Trommel. Und Senses Yashiamirum also ich, heißt, ne? Ohne dich kann ich nicht leben, aber unter, nicht auf Kiswahili, sondern unter Kiswahili, also auf Türkisch. Warum spielt ihr in einer Raststätte eure Lieder? Das ist nur die Ausfahrt. Die ist nun mal da, die Raststätte. Also, die liegt genau auf dem Weg. Wenn ich auf die Straße gehe, komme ich an der Raststätte schon vorbei. Und dann frage ich da, ob wir da mal spielen können. Wenn da jetzt was anderes wäre, wenn da eine Bäckerei wäre statt der Raststätte, würde ich fragen, ob wir mal in der Bäckerei spielen könnten. Würden wir vielleicht da spielen, aber da ist nur mal eine Raststätte. Aber wir spielen mit dem Orchester, um das mal jetzt klarzustellen, spielen wir gar nicht in der Raststätte, weil da passt ja dieses ganze Orchester um Benedikt herum gar nicht rein. Deshalb spielen wir jetzt in so einer Art Halle. Aula. Auf dem Tempelgraben. Da hat schon George W. Bush gesagt, die Aula des Bösen. Glaube ich. Ja. Aber du hast schon ganz recht, weil die Raststätte ist ja eigentlich unser Uterus, ja. Sozusagen. Da sind wir ja geboren, da sind wir geschlüpft damals. Das ist ein Ei dann eher als Uterus. Aber da hat alles angefangen und das ist unsere Heimat. Und wir haben es geschafft, aus der Raststätte raus, in die große Halle. Wie das? Mit dem Bus. Ja, mit dem Bus. Höre ich gerade. Mit dem Bus? Ja. Bald musst du ihn fragen. Ich weiß nicht, von was er redet. Aber klingt gut. So, ja. Bus. Ihr mit der Campusbahn werden wir es nicht schaffen. Ja, das schaffen wir nicht. Nee. Ja, das wird man nicht schaffen. Wohnt ihr noch an der Raststätte? Und für die Aula gibt es im Bus Schlüssel. Also, der Michael. Ich hab mal da gewohnt. Er hat ein kleines Schloss in Belgien mittlerweile. Da wohnt er mit seiner Frau und mit seinen 4 Kindern. Der Benedikt wohnt in New York. Der fliegt zu einem Konzert extra hierher. Gerhard und ich, wir wohnen im Keller der Raststätte und den Mann kenne ich gar nicht. Keine Ahnung. Er drückt die Tasten runter und der ist der Direktor der Universität. Ja, der Rektor, nicht direkt. Jetzt guck mal genauer hin. Mhm. Direktor, dann wäre ja. Dann wär er ist mehr so. Der Mann, ja,
der hat die Universität im Griff. Ja, ja. So ist richtig. Ja. Schritt. Und zwar samstags ist der Sonntag. Der Rektor. Was? Ja. Danke. Bitte schön. Ja. Weiter. Und jetzt dürfen wir auch eine Frage an dich stellen. Ja. Warum findest du Heinz im Sinn eigentlich so cool? Ich weiß, dass du uns eigentlich, dass du unsere Musik magst. Warum? Kann ich jetzt nicht beantworten. Also ich meine, so richtige Gründe findet man ja nicht. Ne? Die Musik ist nicht besonders gut. Sein, ja. Die Texte sind nicht gut. Die Typen sind nicht wir cool. Wir sind keine schönen Mädchen. Ja. Und trotzdem wissen wir, dass du eigentlich ein Fan von uns bist. Mhm. Oder? Stimmt doch, ne? Ja. Wer ist denn dein, wenn ich das noch anknüpfen darf, dein Lieblingsmusiker bei Heinz im Sinn? Jetzt gibt es hier Schläge. Gute Frage. Sag jetzt nicht Hartmut. Das war eine sehr diplomatische Antwort. Ich würde nicht mehr sagen. Ja. Dann nehme ich ihn. Jo, du bist raus. Danke. Aber ich verstehe es auch. Ich verstehe es. Ja? Ja, klar. Weil sonst gibt es ja auch keine Musiker in dieser Band. Außer mir. Wir haben besser aussehende Menschen, wir haben besser musizierende Menschen, wir haben. Ja, er hat gesagt, ich. Ja, so. Ja, wieso ich eigentlich? Weil du cool bist. Ja, das stimmt. Langsam wird es nicht mehr glaubwürdig. Hättest du Zeit? Wir haben vielleicht bald bei uns mitzuspielen, weil es gibt Leute, die wahrscheinlich nach dem Konzert nicht mehr unbedingt Bock haben, mitzuspielen. Ja, wir hätten vielleicht noch einen Platz frei. Ja. Kannst du akustisch Gitarre spielen? Nein, ich spiele kein Instrument. Macht nichts, kann er auch nicht. Also du bist perfekt. Lustige du Texte. Du musst dich nur nach vorne stellen und ein paar Ansagen machen. Sogar ein Lied erfunden. Du hast ein Lied erfunden? Ja, ich habe ein Lied erfunden, welches lange das heißt. Ja, bitte. Hier stirbt ein Schwein. Das hervorragend, das ist schon mal sehr gut. Das würde auch das ist eine ganz andere Richtung. Auf einem Veganer-Kongress käme dieses Schwein bestimmt hervorragend. Hier stirbt ein Schwein. Mhm. Ja. Und um was? Also außer um den Tod des Schweins, um was geht's da? Kennt einer von euch das Spiel Angry Birds? Ja, natürlich. Hältst du uns für komplett total überalt? Ja, ich habe Kinder. Also da gibt es so Vögel, die töten Schweine, weil die haben den Vögeln die Eier geklaut. Der Jo weiß nämlich nicht, was Angry Birds ist. Das zum Thema Jo das ist cool. Spiel. Also ja, der das weiß auch nicht, mal jemand, können wir das Thema ganz kurz festhalten, dass der Michael weiß, was das ist und ich weiß, was es ist. Benedikt und Martin natürlich auch, aber der Jo hat keine Ahnung, was Angry Birds ist. Um mal kurz zu sagen, weil ich ja auch über 40 bin, man schießt nämlich die Vögel auf die Schweine drauf. Ja, ich kenne das Ding nämlich. Katapult. Ja, ja. Also, schießen auf Schweine, schießen, liebe Kinder, ich kenne das. Bitte nicht nachmachen. Nein. Warum nicht? Vögel auf Schweine schießen. Das ist immer eine Sauerei, wenn die wirklich so komplett durch das Schwein durch sind. Also das ist dann sind die Schweine tot. Ja, könntest du und darüber hast du ein Lied geschrieben? Noch nicht ganz, aber ich habe es mir überlegt. Okay, wenn Schweine sterben. Kannst du es vorsingen? Noch nicht ganz. Aber dann sing mal, soweit du es hast. Bitte. Also wenn ich mir das wünschen darf. Ne? Okay. Also es kommt. Wir machen Musik dazu. Okay. Die passt nicht dazu. Oh. Ich dachte, der Simon als Musiker ist auch da. Was passt denn? Also irgendwas habe ich gesungen, hier stirbt ein Schwein, hier stirbt ein Schwein und hier stirbt ein grünes Schwein und so. Grünes Schwein? Ja, ein grünes Schwein, weil die Schweine von Angry Birds sind grün. Okay. Dann nochmal, ich stirb ein Schwein zweimal und dann habe ich gesungen, die Vögel, die hauen sie zu Brei. Ho, stirbt ein Schwein. Aber das ist doch genau... Hier stirbt ein Schwein, hier stirbt ein grünes Schwein, hier stirbt ein Schwein, hier stirbt ein Schwein, die Vögel, die hauen sich zu drei. Der Ansatz ist okay. Also einen besseren Schluss gibt es nicht. Ganz schnell. Ja. Genug der stillen Trauer um die
die Vermissten. Heute werd ich diese elende Maschine überlisten. Ja, was du machst, was du machst. Also, scheiße, was eine Freikarte. Wie immer. Bring deine, also deine Freundin mit.